war wieder ein unglaublich vielfältiger Tag mit einem tollen Programm, auch mit einem Überraschungsgast, der uns am Nachmittag besucht hat. Unser Astronaut Franz Fiebeck hat sehr spontan heute vorbeigeschaut und wir haben auch schon besprochen, dass wir beim nächsten Weltraumtag nächstes Jahr dann auch eine Kooperation mit ihm machen werden. Also man merkt, der Grazer Weltraumtag strahlt auch schon über unsere Stadtgrenzen hinaus. Ja, vielen Dank jetzt fürs Dabeisein. Wir sind schon gespannt auf den Science Slam. Wir haben drei spannende Teilnehmer, die um unsere Gunst buhlen. Ich wünsche allen dreien alles Gute. Aber bevor es losgeht, darf ich an die beiden Kollegen da auf der rechten Seite übergeben, unsere Kometenkirche. Bitte, Bühne frei. So, herzlich willkommen zum vermutlich letzten Kometenkochkurs in diesem Jahr. Das ist mein Kollege Patrick Tiefenbacher, mein Name ist Irmgard Erwin. Wir sind beide Mitarbeiter des Instituts für Weltraumforschung in Graz. Und wir wollen jetzt versuchen, vor Ihren Augen künstlich einen Kometen herzustellen. Warum wir das machen, hat einen aktuellen Anlass. Vielleicht haben Sie letztes Jahr über die Medien verfolgt, die europäische Raumsonde Rosetta, die nach 10 Jahren Weg durchs All endlich an ihrem Ziel angekommen ist, dem Kometen Churyumov-Gerasimenko. Im November letzten Jahres hat Rosetta eine Landesonde, viele abgesetzt, und letzten Sommer ist sie dann gemeinsam mit dem Kometen am sonnennächsten Punkt angekommen und verfolgt den Kometen noch immer auf seiner Bahn bei der Sonne vorbei. So, und wir haben uns gedacht, nachdem wir jetzt in diesem Jahr sehr, sehr viel über Kometen gelernt haben, möchten wir ein bisschen was davon an Sie weitergeben, zumindest einen Teil unseres Wissens. Das heißt, wir werden einen Kometen herstellen und die Zutaten richten sich dabei einerseits danach, was Rosetta gemessen hat und was auch andere Raumsonden gemessen haben, also woraus Kometen bestehen, andererseits auch ein bisschen danach, was uns hier auf der Erde zur Verfügung steht. Bei uns am Institut hat dieses Experiment den Spitznamen Kometenkochen bekommen und deswegen haben wir uns gedacht, wir legen das wirklich als Art Kochkurs an, also so richtig mit Zutaten für, wer will, kann es nachmachen. Also wir fangen einfach einmal an für einen kleinen Kometen in Rührschüsselgröße. Also Sie dürfen sich jetzt nicht zu viel erwarten. Nehme man zunächst einmal circa 4 Deziliter Sand. Das ist jetzt kein spezieller Sand, nichts außer Gewöhnlichkeit. Also es ist einfach nur Quarzsand, wie Sie ihn in jeder Sandkiste finden können. Dieser Sand ist jetzt stellvertretend für alle mineralischen Bestandteile des Kometen. Danke, dass Sie vor mir hinstellen. Und es ist jetzt einfach so, man weiß ja schon lange, dass die Planeten unseres Sonnensystems zu einem großen Teil aus Mineralien bestehen. Aber bei Kometen weiß man erst seit 1986, dass auch diese viel aus Mineralien bestehen. 1986 ist nämlich die Raumsonde Giotto am Kometen Halley vorbeigeflogen. Und bis dahin hat man immer geglaubt, ja, ein Komet, das ist eigentlich so etwas wie ein bisschen schmutziger Schneeball, der da durchs All fliegt. Seitdem weiß man, dass es sich anders verhält. Es ist eigentlich eher ein schneeiger Schmutzball, weil doch sehr viele Mineralien drin enthalten sind. Die nächste Zutat ist gar nicht so einfach. Wassereis in Form von Schnee. Um diese Jahreszeit extrem schwierig. Aber wir haben uns da bei der Eishalle in Hart angehalten. Also wir sind nicht ins Gebirge gefahren, haben uns dort ein bisschen was vom Eis geholt. Wassereis ist auch ein großer Bestandteil von Kometen. Und dieses Wassereis, je näher der Komet der Sonne kommt, dieses schmilzt nicht, sondern es beginnt plötzlich zu verdampfen. Das heißt, dieses Wassereis geht direkt vom festen in den gasförmigen Zustand über, also es sublimiert. Und je näher der Komet dabei der Sonne kommt, desto schneller geht das vor sich. Also die Messungen, die Rosetta gemacht haben, die haben ergeben, letztes Jahr im Juli hat der Komet Churyumov-Gerasimenko ca. 0,3 Liter Wasser pro Sekunde verloren. Also das wäre ein Seil.
heuer im August am sonnennächsten Punkt hat er bereits 300 Liter Wasser pro Sekunde verloren. Also das wären 2 Badewannen voll. Und zusätzlich 1000 Kilogramm Staub pro Sekunde. Okay, die nächste Zutat. Es wird schon ein bisschen schwieriger mit dem Beschaffen. Kohlenstoff. Also in Kometen ist sehr viel Kohlenstoff enthalten. Wir haben da zertrümmerte Grillkohle genommen, stellvertretend für alle einfachen Kohlenstoffe, die auf Kometen vorkommen. Da ja Kohlenstoff, wie Sie sehen, sehr dunkel ist und zusätzlich die Oberfläche der Kometen rau und porös ist, reflektieren Kometen kaum Licht. Das heißt, sie sind eigentlich die dunkelsten Objekte, die bei uns im Sonnensystem bekannt sind. Das ist jetzt ein Widerspruch, weil man kennt sie immer als leuchtende Schweifsterne am Himmel. Das ist aber ein anderer Effekt. Das ist ungefähr so wie bei einem Flugzeug. Am Himmel das Flugzeug sehen Sie oft kaum, wenn es sehr hoch oben ist, aber den Kondenswasserstreifen, den das Flugzeug hinter sich herzieht, der reflektiert das Sonnenlicht und den sieht man sehr gut. Und beim Kometen ist es das Gleiche. Also den Kometenkern sieht man nicht, aber die Staub- und Gashülle, die den Kometen umgibt, die reflektiert das Sonnenlicht. Und das ist aber auch erst dann der Fall, wenn der Kometenkern warm genug ist und genügend Material verliert. Das heißt, wenn der Komet nah genug an die Sonne gekommen ist. Und das ist erst ungefähr ab Jupiter-Entfernung zur Sonne der Fall. Also vorher sieht man ihn gar nicht. So, jetzt gibt es auf Kometen aber nicht nur einfache Kohlenstoffe, sondern auch komplexe organische Kohlenstoffverbindungen. Und diese Zutat ist für uns besonders spannend, weil ja auf der Erde alles Leben aus solchen organischen Kohlenstoffverbindungen besteht. Wir haben jetzt einfach irgendwas genommen, Sojasauce, eignet sich gut, weil es so schön dunkel ist, ist auch organisch, organischer Kohlenstoff, und ein Säckchen Zucker, weil es ist bereits, also Zucker ist auch eine Kohlenstoffverbindung und es sind schon einfache Zuckermoleküle in Kometenumgebung gemessen worden. So, der angenehme Geruch der Sojasauce bleibt uns leider nicht lange erhalten. Rosetta hat nämlich in der Umgebung des Kometen auch Ammoniak gemessen, das wir hier in Form von einem Spritzer Salmiakgeist hinzufügen. Und Ammoniak riecht bekanntlich nicht besonders gut, ist aber sehr wichtig für den Auf- und Abbau von Aminosäuren. Die nächste Zutat ist wesentlich netter. Alkohol. Rosetta hat nämlich in der Umgebung des Kometen auch Methan und Methanol festgestellt und Methanol ist nichts anderes als ein einfacher Alkohol. Also ein Stampel davon reicht, den Rest können Sie für was anderes verwenden. So. Insgesamt kann man auf jeden Fall sagen, dass der Komet, den Rosetta da besucht hat oder noch immer umkreist, sicher nicht besonders gut riecht. Die Gase, die Rosetta da festgestellt hat, die riechen einerseits nach faulen Eiern, das sind Schwefelwasserstoffe, die haben wir Ihnen heute erspart, nach Pferdestall, das wäre der Ammoniak, nach Alkohol und nach Bittermandel, das ist Blausäure, haben wir uns jetzt auch erspart. Einzig und allein Argon, das ist erst kürzlich entdeckt worden, ist ein Edelgas, das ist, glaube ich, relativ geruchsneutral. So, was wir jetzt noch brauchen, jetzt fängt es schon zu dampfen an, mal schauen. Das ist Kohlendioxid in gefrorener Form, das nennt man Trockeneis. Kohlendioxid und Kohlenmonoxid gefroren ist auch ein großer Bestandteil, Hauptbestandteil von Kometen. Nur ist es meistens so, dass sich dieses Kohlendioxideis nicht auf der Oberfläche befindet. Da sammeln sich dann eher die mineralischen Anteile und das Kohlendioxid, Kohlenmonoxid und Wassereis eher im Inneren des Kometen. Und wenn der Komet sich dann der Sonne nähert, dann gibt es so gewisse aktive Regionen, aus denen dann plötzlich so richtige Gasexplosionen herausbrechen, das sind die sogenannten Jets. Sie sehen schon, jetzt fängt es wirklich zum Rauchen an. Übrigens ungefähr auch 4-5 Deziliter vom Kohlendioxid. Da
Dann brauchen wir noch etwas Wasser in flüssiger Form. Das ist einfach noch nur dazu, dass sich die Zutaten gut vermischen. Also man muss das dazugießen und wirklich schön rühren, damit das eine gute, breiige Masse wird. So, jetzt haben wir eigentlich schon die Hauptbestandteile unseres Kometen zusammen. Das Einzige, was uns jetzt noch wirklich fehlt, ist die Kälte des Weltraums. Also die richtige Temperatur. Und die erzeugen wir uns jetzt mit flüssigem Stickstoff. Der Grund dafür ist, dass wir beide so verkleidet sind. Flüssiger Stickstoff hat eine Temperatur von minus 196 Grad Celsius. Und den kann man dazu leeren. Also wichtig ist dabei, jetzt nicht mehr wild rühren, sondern den Stickstoff schön von außen rundherum gießen, warten, bis die Masse ein bisschen durchfriert und dann den Rest oben drauf leeren. Kometen sind ja deswegen so kalt, weil sie im äußeren Sonnensystem entstanden sind und sich nach wie vor hauptsächlich in sehr kalten Gegenden bewegen. Also dort, wo sie herkommen, in der Oortschen Wolke und dem Kuipergürtel, da hat es gerade einmal ein paar Grad über dem absoluten Nullpunkt. Minus 273 Grad Celsius, also ein bisschen mehr. Jetzt fängt es auch schon schön zum Dampfen an, es wird dann immer schwierig beim Kochen, man sieht nämlich nichts mehr. Churyumov-Gerasimenko, also unser Komet, ist jetzt aber schon ein bisschen wärmer, weil er zur Sonne hingeflogen hat, ist. Also der hat momentan eine Oberflächentemperatur von minus 40 bis minus 90 Grad Celsius. Aber wenn man nur ein bisschen an der Oberfläche kratzt, ein, zwei Zentimeter, darunter ist schon wieder die totale Kälte des Weltraums, da haben wir schon wieder minus 240 Grad. So, und jetzt muss man noch warten, jetzt kommt wirklich das letzte Rennen, der Stickstoff. Wir können uns jetzt, derweil der Komet friert, einmal überlegen, wie wir ihn benennen. Es gibt nämlich eine strenge Namensgebung für Kometen, die zur Vorschrift. Erster Teil ist immer Name der Entdecker. Wir könnten sagen Besucher des Grazer Weltraumtages als gemeinschaftliche Entdecker. Das nächste ist ein Buchstabe, der bezeichnet, wie lang der Komet für einen Umlauf um die Sonne braucht. Ist es 200 Jahre oder kürzer? Ist es ein hartes P? Braucht er länger dafür? Ist es ein C? Und sonst wäre es ein X. Und das wäre eindeutig ein P-Komet oder ein Lunskreis. Also bitte, das ist unser Komet. So müssen Sie sich Kometenoberfläche vorstellen und viel Spaß beim Nachkochen.